Mann über Bord! Maschine stopp! Langsame Fahrt zurück! Was ist los, Holker? Mann über Bord, Captain. Hab was im Wasser treiben sehen. Der sagt ab. Holen Sie den Ersten. Wir setzen ein Boot aus. Ich bin auf Seerecht spezialisiert. Mit einer Seeamtsverhandlung müssen Sie auf jeden Fall rechnen. Wegen der Grundbehörung vor Karatschi. Frau Dr. Thorsten ist Strafverteidigerin. Das ist ihr Spezialgebiet. Bei einem Mordprozess ist sie kompetent. Mordprozess? Aber was habe ich damit? Explodieren Sie nicht gleich, Kapitän. Wir beide wollen Ihnen helfen, aber Sie müssen sich auch helfen lassen. Ja, aber wieso muss ich mich verteidigen? Ich bin unschuldig. Ja, da brauchen wir uns ja auch gar nicht so sehr aufzuregen. Im Augenblick gibt es leider zwei Tatzeugen. Ihr Erster, Bernhard Gries, und Ihr Funker, Ramon Avril. Und sogar der Bootsmann Willem Ocker hält es vom Zeitablauf und den Umständen her durchaus für möglich, dass Sie den Blinden über Bord geworfen haben. Aber warum? Selbst in Küstennähe, das wäre Mord. Eben. Deshalb wurden Sie auch verhaftet. Holen Sie mich heraus. Herr Malmann, erstmal beantworten Sie alle unsere Fragen, offen und ohne uns das Geringste zu verheimlichen. Erst dann sind wir bereit, Ihre Verteidigung zu übernehmen. Und erst dann haben wir wirklich eine Chance. Also gut, aber vorher beantworten Sie mir eine Frage. Wann haben mich die beiden angezeigt und wo? In Alexandria. Da waren wir einen Tag, ja. Zeit genug, um mit dem deutschen Konsul zu sprechen. Ja, aber warum haben die das getan? Sehen Sie, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Ersten? Gut. Gries ist ein tüchtiger Mann. Hatten Sie ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm? Freundschaftlich? Ich bin der Chef und er muss meine Befehle ausführen. Hatten Sie mal Krach mit ihm? Ach, was also? Krach, nein. Sie sind ein sehr energischer Mann. Sie dulden sicher keinen Widerspruch. Wissen Sie, ich habe 30 Mann Besatzung. Der Erste, der Zweite und der Koch sind Deutsche. Der Funker ist ein Spanier. Hatten Sie mit den beiden mal Krach gehabt? Der Funker ist ein Weiberheld, ein Schürzenjäger. Und der Zweite ist noch sehr jung. Bei ihm liegt auch die medizinische Betreuung und da war diesmal was. Einer aus der Mannschaft ist mit einem Blinddarmdurchbruch draufgegangen, ein Pakistani. Durch die Schuld Ihres Zweiten? Schuld, Schuld. Er hat ihm Kohletabletten gegeben ein paar Tage lang. Aber er ist ja schließlich kein Arzt. Ja, und dann ist es passiert. Und da haben Sie ihn sich zur Brust genommen? Einen Orden habe ich ihm nicht gerade verliehen. Was hat denn die Mannschaft dazu gesagt? Es gab einen ziemlichen Wirbel.
Aber die Mannschaft? Das ist nur ein zusammengewürfelter Haufen von Exoten, wenn man die richtig behandelt. Und weil Sie sie richtig angefasst haben, haben Sie den Ruf, ein sehr harter Mann zu sein. Was heißt das hart? Die Leute bekommen für gute Arbeit gutes Geld. Die Reederei setzt mir Daumenschrauben an. So sorge ich für Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit. Trauen Sie jemandem von den Offizieren oder von der Mannschaft zu, dass er Ihnen diesen Mord anhängen möchte? So weit würde wohl keiner gehen. Ist Ihr Erster sehr ehrgeizig? Er ist Mitte 30. Natürlich möchte er seinen eigenen Kahn kommandieren. Was wäre denn passiert, wenn Sie den Blinden mit nach Hamburg hätten nehmen müssen? Die Reederei hätte mich zum Männer gemacht. Ohne Papiere wäre der nirgendwo an Land gekommen. Den hätte ich vielleicht ein Jahr lang mit mir rumgeschleppt. Auf jeden Fall wäre das für Sie sehr unangenehm gewesen, nicht? Natürlich. Also Ärger. Ja. Tja. Ja, das wär's dann wohl. Oder gibt es nicht doch irgendetwas, was wir wissen müssten? Nein, warum? Zum Beispiel, dass Sie sich schon einmal eines Kanaken entledigt haben. Der Kater. Wer hat das behauptet? Ihr Erster. Sie haben ihn, nachdem Sie ihn 4 Monate über alle Meere kutschiert haben, in Jakarta blind an Land bringen lassen. Gegen die Verfügung der dortigen Polizei. Denn sie wollte ihn nicht an Land lassen. Dieses Schwein, dieser Gries. Ich wusste davon nichts. Er hat ihn an Land gebracht. Er wollte sich bei der Reederei lieb Kind machen. Aber die hätten ihn rausgeschmissen, wenn ich ihn nicht gedeckt hätte. Herr Mahlmann, dieser Vorfall ist nicht nur für die Beurteilung Ihres Falles von großer Wichtigkeit. Aber dass Sie uns unterschlagen haben, das stört uns. Ihre Reederei würde sich über einen zweiten blinden Passagier sicher nicht sehr gefreut haben. Für die Staatsanwaltschaft ist das schon ein Motiv. Ja. Sieht's jedenfalls nicht aus. Aber was denn nun? Ach, verehrter Nachbar. Wenn Sie das Schiffstagebuch gucken, dann packt Sie das kalte Grausen. 30 Mann Besatzung, Offiziere und Mannschaften. Und kein einziger hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Aber ein einziger, einer, hat ein plausibles Tatmotiv. Wer? Unser Kapitän Mahlmann. Was für eins? Erklär Sie. Er hätte den Blinden, einen Ceylonesen ohne Papiere, theoretisch bis an sein Lebensende unter Kost und Logis auf der Emsland behalten müssen. Zur Freude seiner Reederei. Das wäre übrigens Mahlmann zweiter Fall gewesen. Solchen ungeliebten Kostgängern verpasst man schon mal einen nassen Landgang. Sie erleben jetzt Ihre große Stunde, Herr Lehmitz. Als freier Mitarbeiter meiner Kanzlei dürfen Sie offiziell recherchieren. Sie übernehmen den ersten Offizier Bernhard Gries und den Funker Ramon April. 100 pro Tag und Spesen. Das ist doch wie Weihnachten für Sie. Ich meine den Job. 120 und Vertrauensspesen. Ohne Abrechnung. Er ist ein Profi, Julia. Größenwahn kommt vor dem Fall. Ja, aber vor deinem Fall kommt erst meine Seeamtsverhandlung. Und dies am 15. Juni. Das sind knapp 2 Wochen. Ja, und so lange liegt die Emsland wegen der Havarie im Dock. Sie läuft am 18. Juni mit ihrem neuen Kapitän Bernhard Gries aus. Das nenne ich eine Karriere, ne? Kapitän? Ist das kein Motiv? Warum wollen Sie mich eigentlich so schnell loswerden? Sie haben es doch geschafft. Wir trennen uns, so war es abgemacht. Wir sagen in keinem Fall gemeinsam aus. Einer von uns beiden muss bei dem Prozess möglichst weit weg sein. Um die Seeamtsverhandlung kommen wir ja doch nicht herum. Warum haben Sie Angst? Ich bin nur vorsichtig. Ich sage bei dem Mordprozess aus und Sie irgendwo auf einem deutschen Konsulat, falls das dann noch nötig ist. Wir sagen doch nur, was wir gesehen haben. Ich habe was gesehen.
Ich beschwöre doch nur etwas, was Sie wirklich gesehen haben, oder? Kapitän Malmann hat den Kanaken über Bord geworfen. Wer sonst könnte ein Interesse daran gehabt haben? Sie. Sie, Kapitän Gries. Ach, entschuldigen Sie, ich suche Herrn Beste. Ja, der bin ich. Freut mich, Niesen ist mein Name, ich bin Rechtsanwalt. Ich vertrete den Kapitän vor dem Seeamt. Ich interviewe die Offiziere wegen der Havarie vor Karachi. Ah ja, mein erstes Interview. Na dann mal los. Zigarette? Nein, danke, ich rauche nicht. Sagen Sie, das war doch Ihre erste Fahrt als Zweiter. Tja, mal was anderes. Ladeoffizier. Hat's Spaß gemacht? Na ja, ist viel passiert auf diesem Turn. Na ja, zuerst die Sache mit dem blinden Passagier und die Havarie. Na, ich muss zusehen, dass es für den Kapitän nicht zu schlimm wird vor dem Seeamt. Na ja, damit wird er schon fertig, aber diese Mordgeschichte, die Sie ihm da anhängen wollen. Mord? So weit geht die Anklage nicht. Vielleicht hat der Kanake die Küste auch erreicht. Nein, das glaube ich nicht. Zu viele Haie, nicht? Ja, nicht nur das, er war einfach zu schlapp. Wir konnten ihn nicht mal zur Decksarbeit einteilen. Was hat er denn? Unser Küchenzettel ist ihm nicht bekommen. Er hat nichts bei sich behalten. Es kam alles wieder raus. Sie sind als Zweiter ja sozusagen Arzt an Bord. Ja, ich habe ihm zuerst Kohle und dann Mexaform gegeben. Aber eigentlich hätte er ins Krankenhaus gehört. Wer nimmt schon einen Kanaken ohne Papiere? Wissen Sie was? Diese Seeamtsverhandlung ist doch eigentlich eine Farce, wenn man einen Mordprozess zu erwarten hat. Oder? Mord und verschuldete Havarie, das sind zwei Paar Stiefel. Hauken Sie ihn da raus. Glauben Sie, dass er unschuldig ist? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja, aber Gries, der erste Offizier, und der Funke Avril, beide haben es doch gesehen. Sie mögen den Kapitän, habe ich recht? Ja, ich mag ihn sehr. Bei Malmann geht alles korrekt zu, bis aufs i-Tüpfelchen. Bitte schön. Danke, danke. Aber beliebt war er nicht gerade. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Jeder gute Seemann hat Respekt vor ihm. Haben Sie mal Vorhaltungen gemacht wegen seiner Härte? Naja. Gab es da einen besonderen Anlass? Ja, es gab einen. Er hat ein paar Monate lang einen Blinden aus Indonesien mit sich rumgeschleppt. Nicht zu unserer Freude. Sowas ist schnell rum. Ja, aber der Indonesier ist blind an Land gegangen worden. Wussten Sie das? Ja, der einzige Fleck auf Malmanns Weste. Ja, da irren Sie sich. Sie irren sich ganz bestimmt. Die Sache hat sich ein bisschen anders abgespielt. Ohne Malmanns Wissen hat damals das sein Erster arrangiert. Der dachte, er bekäme von Ihnen einen Orden. Ich hätte ihn gefeuert. Das wusste Malmann. Und da er sich für alles, aber auch für alles, was an Bord geschieht, verantwortlich fühlt, hat er seinen Ersten, den Herrn Gries, gedeckt. Woher wissen Sie eigentlich von dieser Geschichte in Jakarta? Ein anonymer Brief. Wussten Sie, dass in Rotterdam der Schiffsjunge Jan van der Vliet die Emsland ohne abzumustern verlassen hat? Ja, aber ein 16-Jähriger. Er hatte die Nase voll von der Stimmung an Bord. Ja, ja, ja. Aber vielleicht weiß er was. Ach, ja, Mann. Da haben wir einen. Okay. Was ist mit meinem Schiff? Wie lange bleibt es auf der Werft? 2 Wochen. Ja, das ist aber momentan nicht so wichtig. Also, wir haben Nachricht aus Karachi. Ihr Kanake hat Karachi erreicht. Eine gütige Strömung hat ihn an Land gespült. Ja, und die Haie? Die Haie, die mochten ihn wohl nicht so recht. Der Mann wurde anhand von Kleidungsfetzen identifiziert. Auf Anfrage der Mordkommission wurde diese Fahndung ausgelöst. Also tot? Er ist schwer verletzt, aber er lebt, Gott sei Dank. Ob er überlebt, ist fraglich. Er ist ohne Bewusstsein. Die Anklage lautet nun, falls er durchkommt, schwere Körperverletzung. Ja. Und bisher sind Sie für die Staatsanwaltschaft der Einzige, der ein Motiv hatte. Was reden Sie denn da für einen Unsinn? Auf unserer Liste stehen noch 3 weitere Namen. Mhm. Der von Ihrem ersten Offizier Bernhard Gries, vom zweiten Offizier Dieter Beste und von Ihrem Funker Ramon April. Wissen Sie, was die 3 für ein Motiv gehabt haben könnten? Woher soll ich denn das wissen? Denken Sie nach, Kapitän. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von Ihnen... Es ist so.
Keiner von den dreien hätte die nächste Reise mitgemacht. Mann, was sagen Sie da? Wussten die das? Haben Sie das denen gesagt? Ja, und ich hatte gute Gründe. In Colombo kam der Blinde während der Wache des Ersten an Bord. Ich hatte ihm mangelnde Aufsicht vorgeworfen und ihn an Jakarta erinnert. Ich hatte ihm gedroht, wenn er nicht abmustern würde, brächte ich ihn versehrt. Und der Funker? Ich habe in Singapur zusätzlich Liegegebühren zahlen müssen, weil er sich mal wieder nicht rechtzeitig von irgendeiner Nutte trennen konnte. Ja, aber das steht doch gar nicht im Schiffstagebuch. Ich weiß. Er versprach mir dafür, in Hamburg abzumustern. Dann warum waren Sie so edel? Wenn das in seinen Papieren steht, kriegt er als Funker auf einem anständigen Schiff nie wieder einen Job. Und der zweite Offizier? Er hat diesen Pakistani auf dem Gewissen. Unterlassene Hilfeleistung. Aber zuerst haben Sie doch gesagt, er hat ihn nur falsch behandelt. Und das steht auch nicht in diesem Schiffstagebuch. Warum? Wieso? Er hat ihn gar nicht behandelt. Kohletabletten sind keine Medizin, wenn sich jemand in Krämpfen windet. Kapitän Mahlmann, Sie sitzen doch nicht in einem Elfenbeinturm. Und von alledem haben Sie nichts gewusst? Nein. Es ist die erste Reise von Dieter Beste. Er geht in Hamburg an Land für immer. Ich habe sein Wort. Na, darauf würde ich mich, so wie die Dinge jetzt liegen, nicht verlassen. Aber schön und gut. Was ist mit dem Schiffsjungen? Das mit Rotterdam, das war doch eine Flucht. Warum ist der Junge getürmt? Warum? Ich weiß es nicht. Er war ein netter, fleißiger Bursche. Vielleicht hat er Angst? Wir wollen uns streng an die Regeln halten. Dies hier ist kein Schwurgerichtsprozess, sondern eine Seeamtsverhandlung. Herr Dr. Niesen, wir verhandeln hier den Fall Grundberührung der Emsland vor Karachi. Aber die Grundberührung der Emsland war doch die ursächliche Folge dieses Vorfalls. Ihre Sorge, wir könnten voreingenommen das eine nicht vom anderen trennen, ist hier völlig unbegründet. Wir verhandeln hier lediglich über die seemännische Verantwortung... Von Kapitän Mahlmann. Zum Zeitpunkt der Grundberührung, die Folge eines von ihm nicht gegebenen Kommandos war, standen alle, ich betone alle, unter einer Schockwirkung. Herr Niesen, der bedauerliche Umstand, dass ein Mann über Bord ging, durfte doch Herr Mahlmann nicht derartig in Panik versetzen, dass er darüber vergaß, dass er der Kapitän der Emsland war. Wer spricht denn von Panik? Aber gibt es einen Grund dafür, mir nicht folgen zu wollen, der Ablauf zwischen Kommando und Grundberührung auf höchstens 15 bis 20 Sekunden festzulegen? Während dieser Zeit geschah nämlich Folgendes. Erstens, das Kommando an den Maschinenraum, langsame Fahrt zurück durch den Bootsmann Ocker. Zweitens, die Rückkehr des Kapitäns auf die Brücke, nachdem er seinen zweiten Offizier vergeblich in seiner Kabine suchte, weil er eine Zahnschmerztablette haben wollte. Drittens, der Kapitän wird vom Bootsmann informiert. Viertens, der erste Offizier kommt auf die Brücke und will ebenfalls informiert werden. Fünftens, der Kapitän gibt das Kommando, Bootsmanöver, Freiwache an Deck und überträgt dem ersten das Rettungsmanöver. Und sechstens, der Funker kommt auf die Brücke gestürzt und meldet, dass die Tür zur Kleiderkammer aufgebrochen sei. Ja, Herr Vorsitzender. Und das alles in 15 bis 20 Sekunden. Ich bitte Herrn Dieter Beste, den zweiten Offizier befragen zu dürfen. Ich habe ihn als Zeugen vorgeladen. Er wartet draußen. Bitte. Herr Beste, bitte. Herr Beste, Sie haben während Ihrer Freiwache mit dem Funker Ramon Avril Karten gespielt. Beide hörten Sie dann einen Schrei. Avril ist dann auf Deck hinaufgegangen. Sagen Sie, waren Sie nicht neugierig zu erfahren, was es mit dem Schrei auf sich hatte? Ich empfand ihn nicht, wie soll ich sagen, als beängstigend. So. Herr Vorsitzender, ich möchte jetzt mit Ihrer Erlaubnis einen gravierenden Umstand schildern, der Sie, davon bin ich überzeugt, den Fall Grundberührung der Emsland in einem ganz anderen Licht sehen lässt. Ich werde Sie sofort unterbrechen, falls Sie das Seeamt wieder mit einem Schwurgericht verwechseln sollten. Ich möchte Ihnen nun meine Vorstellung vom Ablauf dieser wenigen Sekunden darlegen. Sekunden, die über das Leben eines Menschen entscheiden. Eines Kanaken, wie die Seeleute sagen. Mann über Bord! Mann über Bord! Maschine stopp! Langsame Fahrt zurück!
Was ist los, Olga? Mann über Bord, Captain. Hab was im Wasser treiben sehen. Er sagt ab. Holen Sie den Ersten. Wir setzen ein Boot aus. Herr Neeson, ich bitte Sie. Ich bitte um Verzeihung, Herr Vorsitzender. Der Schiffsjunge Jan van der Vliet, er ist der Zeuge, wird Ihnen jetzt die beiden Täter zeigen. Bitte, Jan. Die beiden waren es. Der zweite Offizier Dieter Beste und der Funker Ramon Avril sind, so meine ich, des Verbrechens überführt. Das Motiv ihrer Tat war ein Racheakt. Genauso verwerflich ist die Falschaussage des ersten Offiziers, Bernhard Gries. Obwohl er nicht an der Tat beteiligt war, waren seine Motive dieselben, die ihn leiteten, den Ruf und die Existenz des Kapitäns zu zerstören. Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. Herr Neeson, ich verwahre mich gegen die Art, wie Sie eine Seeamtsverhandlung zum Schwurgericht umfunktionieren. Die Verhandlung, Grundberührung der Emsland vor Karachi, wird vertagt. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben. Als Hausherr des Seeamts erkläre ich Sie beide für verhaftet. Im Falle einer Grundberührung der MS Emsland vor Karachi konnte dem Kapitän Horst Mahlmann wegen der besonderen Umstände in einem Kapitalverbrechen kein schuldhaftes Verhalten vorgeworfen werden.